Und hier noch ein bisschen Gold. Und nicht zu vergessen, hier die Mieze. Zuerst denkst du, dass diese arme Kreatur krank ist, da ihr schwarzes Fell stückweise ausgefallen zu sein scheint. Als sich die Katze aber umdreht, um eine Fliege auf der Mauer zu begutachten, bemerkst du, dass ein gutes Stück ihres Brustkorbs komplett offen ist. Ein Teil ihres Schwanzes ist abgefault und gibt den Blick auf ein paar gezackte Wirbel frei. All das scheint die Katze nicht besonders zu stören. Sie stößt ein trillerndes Schnurren aus und reibt sich an deinem Schienbein. Die Katze hochnehmen. Du hebst die überraschend leichte und unerwartet spitzknochige Kreatur hoch, die daraufhin zufrieden in deinen Armen schnurrt. Ja, das ist jetzt eine neue Begleitfigur, also ein neues Tier. Diese kleine schwarze Katze ist ein etwas unheimlicher Gefährte, denn ihr dünnes Fell zieht sich straff über ihre Knochen. Die Haut an ihrem Kinn verfault und in ihren goldenen Augen liegt ein unbehagliches Leuchten. Dennoch schleicht sie zufrieden um deine Beine und schmiegt sich schnurrend an dich. So, die Katze kommt mal da in, ja, in das Begleittierfeld. Der Hund wandert ins Versteck. Mehr habe ich hier nicht. Schleichen. Hier ist ein Kämmerchen und da geht's hoch. Wohin geht's da? Da geht es zum Burgherrenzimmer, also zu Rädrik. Aber da will ich gerade gar nicht hin. Ich gehe mal bitte dorthin. Schade. Ich hatte jetzt gedacht, dass das hier der passende Schlüssel wäre, den ich von, wie heißt er doch gleich, Osrya gefunden habe. Na gut, dann geht's mal dorthin. Da geht's zum unteren Festungswall, da war ich noch nicht. Alle Helden schleichen und klettern die Leiter hoch. Auch Itumak. Und da bin ich schon fast in einen Kampf hineingestolpert. Ach komm, Attacke. So, die Bogenschützin ist schon mal weg. Wo steht ihr denn alle, meine Lieben? Das hier ist Lael. Greif ja diesen Wachhauptmann. Itumak, greif ja diesen Wachhauptmann. Arik räumt da hinten auf. Mit diesem Schwertkämpfer. Eder. Rein ins Getümmel auf den da. Und hier, ihr drei Fernkämpfer, auf den Wachhauptmann. Sargani gerne mit diesem besonderen Schuss, wobei Nealot kann eigentlich da den arkanen Angriff machen. Und bitte nochmal. Wer heilt dich denn? Das ist ja unglaublich. Eder rein ins Getümmel auf diesen hässlichen Wachhauptmann. Der heilt hier seine Kollegen und hat nichts Besseres zu tun. Das ist ja unglaublich. Arik hatte Wunden, jetzt habt ihr verloren. Wer will zuerst? Der da. Und nochmal. Und weg. Und der da. Und nochmal. Was war das? Itumak weg. Und nochmal. Und weg. Und der Wachhauptmann traut sich an Arik ran. Erstaunlich. Bitte mal Hand auflegen. Arik tobt sich aus. Die Fernkämpfer toben sich dort aus. Der Wachhauptmann ist weg. Und schließlich noch der da. Und weg und alle auf den letzten. War überhaupt nicht schwer. Erholt euch, plündert. Oh, ich finde. Einen Kriegsbogen, drei Säbel, ein Schwert, einen Speer, zwei Stilette, nein, drei Stilette, einen mittleren Schild, Rundschild,
einen guten Schuppenpanzer, dreimal Gambeson, einmal Kettenrüstung, einmal Lederrüstung, einen Nasalhelm, einen Spitzhelm, einen Topfhelm und jede Menge Kleingeld. Arik, schau dich um. Was habe ich hier? Da habe ich ein Fass. Darin ein weiterer Säbel und ein bisschen Silber und da gibt's eine Lupe und dort heißt es: Die Kanister sind mit nassem, verklumptem Schießpulver gefüllt. Ja, super. Ach, da ist noch einer. Attacke. Und ich finde einen Säbel, ein Schilett, einen Gambeson und ein bisschen Silber. Arik schleicht wieder. Was ist da noch? Eine Kiste mit einer Haube. Und hier vorne um die Ecke sind da noch Gegner. Nö. Da ist eine Kiste mit einem guten Kriegshammer. Und eine Lupe und da heißt es: Die Bodendauben der Fässer sind dunkel, aber trocken. Was auch immer sich früher in diesen Fässern befunden hat, ist längst ausgelaufen. Ja. Dann bin ich hier oben auf der Festungsmauer auch gewesen. Und die Katze. Süß. Ja, Blick auf die Karte. Ich war hier draußen jetzt überall, bis auf die Umgebung außerhalb des Burggrabens. Da muss ich mal noch hin. Und jetzt geht's erstmal wieder zurück. Und ich muss mal mit Nettmar sprechen. Ich habe ja Gyakko befreit und habe auch, wie heißt die gute, Osruya um die Ecke gebracht. Also erstmal ins Verlies. Und dann von hier aus in die Burgküche. Und von hier aus weiter nach oben. Und von hier aus zu Nettmar. So. Du bist zurückgekehrt. Hast du ihn gefunden? Gibt es irgendwelche Überlebenden? Und ich sage, Gyakko ist in Sicherheit. Er bat mich, dir zu sagen, dass er die Schnitzerei, die du ihm in Kindertagen gabst, immer noch bei sich trägt. Nettmars Augen weiten sich. Mit plötzlicher Vitalität schießt er nach vorne und packt dich am Arm. Oh, den Göttern sei Dank. Danke sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass du, das heißt, ich fürchtete. Er schüttelt seinen Kopf. Ich wollte nicht, dass er der bleichen Ritterin so früh entgegentritt. Nettmar zieht sich zurück, um sich zu sammeln. Hier, was ich dir im Gegenzug versprochen hatte. Er zieht einen großen Eisenschlüssel aus seiner Robentasche und gibt ihn dir. Dieser Schlüssel öffnet eine Tür des Skriptoriums. Er deutet nach Westen. Und von dort kannst du die Kapelle erreichen und damit Fürst Rätrig, ohne dabei auf zu viele Wachen zu stoßen. Nimm auch dies an dich. Ich habe nur wenig Reichtümer anzubieten, daher gebe ich dir etwas Nützliches. Du hast einen Gegenstand erhalten, zweimal Schriftrolle des Schutzes zum Inventar hinzugefügt. Bevor du gehst, habe ich noch eine eindringliche Bitte an dich. Trotz seines Mankos hat Fürst Rätrig den Göttern stets gehorsam gedient und er hat nur das Beste für Goldtal im Sinn. Es könnte sein, dass er seine Ziele erreicht, genügend Zeit vorausgesetzt. Bitte zieh das in Betracht, bevor du Gewalt anwendest. Ich dachte, du würdest Kolsk als Herrn von Rätrigs Festung bevorzugen. Ich bevorzuge ihn, da er ein Mann mit Weitblick ist. Kolsk aber wird von einem Hunger nach Macht angetrieben, selbst wenn er damit Gutes tun will. Er wird nicht von seinem Glauben geleitet. Trotzdem, er ist mein Freund und daher bin ich bereit, Kolsk bei der Wiederherstellung der göttlichen Gunst für die Lande Goldtals zu unterstützen. Das heißt, sofern Fürst Rätrig fällt. Was öffnet dieser Schlüssel? Es ist ein Hauptschlüssel. Nettmar wringt beim Sprechen mit seinen Händen. Er wird dir zwar nicht jede Tür öffnen, aber damit kommst du zu den Stufen, die zur Kapelle des Fürsten hinunterführen. Außerdem wird er alle Türen entlang des Hauptsaals der Burg aufschließen. Wenn du dort entlang gehst, musst du dich aber auf schwere Kämpfe gefasst machen, die habe ich alle schon längst überstanden. Du hast nicht viel Zeit. Egal, was deine Absichten sind, Fürst Rätrig wird schon bald entdecken, dass einer seiner Gefangenen entkommen ist, und dann wirst du das Überraschungsmoment einbüßen. Auf Wiedersehen.
Ja, das ist der Schlüssel für dieses Türchen hier. Für dieses da. Da konnte ich bis dato ja nicht rein, wobei jetzt könnte ich es. Ich hätte jetzt genug, wie nennt sich das, Mechanik, aber bringt mir ja nichts mehr. Ich habe ja den Schlüssel und den kann ich auch nicht wieder ablegen. Und hier kann ich jetzt hinunter. Wo geht's da hin? Nein, zur Burgkapelle. Also bitte mal hinunter. So, und hier unten erstmal Pause und dann schleichen die Helden mal ein bisschen hier in den Thronsaal. Irgendwie bis dahin, so ungefähr. Und dann gibt es ein bisschen was zu futtern. Arik hat noch einen Rauerteigkeks. Alot auch. Edea nicht, warum auch immer. Duranz, Lael und Sagani haben die noch. Edea, wo ist denn dein Rauerteigkeks hin? Das waren immer sechs. Ich habe die immer verteilt. Und ich habe euch immer gleichzeitig essen lassen. Hast du heimlich genascht? Wie gut, dass ich noch einen habe. So, dahin. Und diese ganzen Schriftrollen, die werden auch mal verteilt. Halt, Moment. Erstmal bitte alle essen. Dann ist wieder ein Plätzchen frei im Inventar bzw. in der Schnellleiste. So. Inventar. Und jetzt Alot bekommt hier die erschütternde Berührung und Schutz. Insektenschwarm. Und hier Minoletta und Doranz bekommt den ganzen Rest. Ob ich es benutze, weiß ich nicht. Mal sehen. Wird schon schief gehen. Ungefähr so. Und dann schleichen alle Helden mal hier zu Rätrik. Aber Moment. Bitte so, dass die Rüstungsträger und Nahkämpfer vorn stehen. Und da beginnt ein Dialog. Rätrik sagt, er möge sich nähern. Fürst Rätrik der Siebte, gerüstet mit einer kunstvollen Plattenrüstung und umgeben von mehreren Wachen, die dich alle mit stiller Feindschaft anstarren, beobachtet dich von seinem Thron aus. Seine Augen wirken hohl und die Blässe des hageren Gesichts des Mannes lässt es im Kontrast zu seinen dunklen, ungekämmten Haaren düster wirken. Auf einem Steinarm des Throns wurde ein Dolch abgelegt, von dessen Klinge sich ein dünnes, blutrotes Rinnsal auch dann noch an Rätriks Fingern vorbei nach unten schlängelt, als er sich schon vorbeugt, um dich mit durchbohrendem Blick anzusehen. Ja, mein Blick durchbohrt dich aber auch, Rätrik, und nicht nur mein Blick, das kannst du aber wissen. Und Edea sagt, ich dachte, er würde besser aussehen, trotz der ganzen Inzucht. Edeas Gesicht ist zwar ruhig, aber du bemerkst, wie seine Hand zu seiner Waffe gleitet, als hätte sie ihren eigenen Verstand. Und Rätrik, anscheinend muss ich mich bei dir bedanken, dass sich in meiner Burg jetzt das Chaos breit macht. Eigentlich hatte ich eher eine ganze Armee von Invasoren erwartet. Warum, Rätrik? Ein kleines Grüppchen hat auch gereicht. Söldner anzuwerben ist gar nicht nach Kolsks Art. Rätriks Stimme spricht tief und krächzend. Er starrt dich an. Oder Fremde, was das betrifft. Und du gehörst nicht zu meinen Leuten. Ey, ist es unglaublich. Du hast mich eingeladen. Ich bin mit einer Karawane gekommen, weil du Siedler brauchtest. Und jetzt gehöre ich nicht zu deinen Leuten. Es ist ja unfassbar. Rätrik lächelt grimmig, wodurch seine weißen Zähne zum Vorschein kommen. Das heißt auch, dass ich dich nicht des Verrats beschuldigen kann. Seine Finger schließen sich locker um den Knauf seines Dolchs, als wolle er überprüfen, ob er immer noch da ist, und zucken dann zurück. Vielleicht hätte er solche Taktiken früher in Betracht ziehen sollen. Du hast mit meinen Wachen kurzen Prozess gemacht. Rätrik kneift seine Augen zusammen. Sie waren mir gute und loyale Diener, meinen Münzen zumindest. Sie hatten ein besseres Schicksal verdient als das, das du ihnen beschert hast. Ja, warte mal ab, was ich den anderen hier beschere. Was hat dir mein Cousin versprochen? Eine reiche Belohnung? Wenn mit seinem Namen irgendwelche Ressourcen verbunden wären, würde er meine nicht begehren. Rätriks Gesichtsausdruck wird härter. Und wäre er ein ehrenvoller Mann gewesen, hätte er das hier gar nicht erst versucht. Noch dazu jetzt, wo ich so viel verloren habe. Auf den Dolch deuten. Was ist passiert? Rätrik wendet leicht den Kopf, um den Dolch zu betrachten. Sein Gesichtsausdruck wird von einer plötzlichen, bedachten Stille erfüllt.
Ein gerechtes Urteil. Seine Stimme wird zögerlich und genau in diesem Moment zuckt Trauerschmerz über sein Gesicht. Ygritte wusste es. Sie versteckte die Verse vor mir, die Andenken. Sie wusste, was ich damit getan hätte. Der zersplitterte Gott hat unsere Beziehung vergiftet. Er machte sie taub gegen meinen Befehl. Was ist das für eine Beziehung, wo du befiehlst? Erst als unser Sohn geboren war, dieses hohle Ding, dieses Monster, dann, erst dann wussten wir, zu was ihre Verbrechen geführt hatten. Rädrig wirft dir einen elenden Blick zu. Er malt mit den Zähnen, sein Gesicht ist vom Ausbruch der Gefühle gerötet und fleckig. Es war unerträglich. Plötzlich führt er eine Hand an seine Schläfe und verdeckt damit sein Gesicht. Was weiß Kolsk schon von Opfern? Er würde sich darin schwelgen, uns einen nach dem anderen vergehen lassen und Berats Strafe erleiden, bis auch die letzte Seele zu ihrem ewigen Ruheort geht und Goldtal nicht mehr als Ödland ist. Ja, es ist jetzt schon nicht besser unter deiner Herrschaft. Was hast du verloren? Viel. Rädrig ist einige lange Augenblicke lang still. Unter uns hier in Goldtal ist eine Plage. Das Vermächtnis ist nur ein Teil davon. Der Rest ist Angst, Ketzerei, Perversion. Jeder Vorfall allein ist kaum mehr als das Flackern einer Kerze. Zusammen aber bilden sie eine Feuersbrunst, die uns vernichten wird. Ja, und ich bin hier im Kern der Flammen, mein lieber Rädrig. Allein wie du auf diesem Thron flätst, das macht Arik schon aggressiv. Das Vermächtnis ist eine Prüfung des Glaubens, die viele in den Wahnsinn getrieben hat. Sie klammern sich an falsche Versprechungen, an dunkle und schreckliche Dinge. Woher willst du wissen, dass das Vermächtnis eine Prüfung des Glaubens ist? Das kannst du gar nicht wissen. Das ist eine reine Hypothese, ohne jeden Beweis, Rädrig. Ach, was rede ich hier? Jede gestattete Lüge speist das Feuer. Jedes Flüstern von heuchlerischen Scharlatanen und giftzüngigen Hebammen. Die Worte falscher Propheten, die Versprechen toter Götter. Er ballt eine behandschuhte Hand zusammen, der ist ja völlig irregeleitet. Vielen Dank, Netmar. Die Flamme hat sie verzehrt, meine Ygritte. Rädrig schaut auf den Dolch und die Worte bleiben ihm kurz im Hals stecken. Und unser Kind mit ihr. Du hast deine eigene Frau ermordet, dein Kind? Ich vollstrecke lediglich ein Urteil. Hätte ich sie denn in die Hände eines Henkers geben sollen? Im Dürrwald nehmen wir die Gerechtigkeit in die eigenen Hände. Rädrig setzt sich wieder an seinem Thron auf. Er klammert sich so fest an die Armlehnen, dass die Fingerknöchel weiß sind. Und dieses Ding, diese stumme Anomalie, hatte nicht genug Leben in sich, um es zu töten. Er kneift seine dunklen Augen zusammen. Behalte deine Beschuldigungen für dich, Eindringling. Ich habe meine Pflicht getan. Also diese ganze Diskussion, die müsste man mal ordentlich vom Kopf auf die Füße stellen. Das ist ja unglaublich. Arik, was sagst du jetzt? Ich an deiner Stelle würde nicht über Ehre sprechen. Ich habe die Leiche auf deinem Bett gesehen. Rädrigs Gesicht wird plötzlich vor Wut ganz dunkel. Schweig! Du hast ja gar keine Ahnung, von was du da sprichst. All die Gotteslästerungen, die ihr über die Lippen gingen. Das tote Ding, das sie als Konsequenz daraus in die Welt brachte. Nochmal, Rädrig, das kannst du gar nicht wissen. Das ist eine völlig unbewiesene Hypothese. Die Gesetze von Goldtal gelten für jeden in meinen Landen und für niemanden kann eine Ausnahme gelten. Ygritte erhielt ihre gerechte Strafe, egal was ihr Titel war. Egal, was sie mir bedeutete. Ganz gleich, was der Preis ist, ich werde alles ertragen. Aus dir spricht die Ignoranz. Genau, aber du hast ja die Weisheit mit Löffeln gefressen und deswegen geht's deinem Goldtal auch so wunderprächtig. So wie du, ohne zu verstehen, was hier auf dem Spiel steht, in deiner Ignoranz in die närrischen Ränke meines Cousins gestolpert bist. Kolsk ist dein Cousin? Oh ja, er und ich sind verwandt. Er ist sogar hinter diesen Mauern aufgewachsen. Er wusste um alle Privilegien, die unsere Familie anzubieten hatte. Ein gieriger Mann aber lechzt immer nach mehr, als er bekommt, wie großzügig das auch sein mag. Ich war der Älteste, Erbe des Verwalteramts unserer Ländereien, er nicht. Im Zuge des Vermächtnisses kam das Chaos hierher, Panik und Verzweiflung. Kolsk nutzte dieses Chaos aus und säte Zwietracht in unseren Reihen. Mit falschen Versprechungen gewann er loyale Männer und Frauen für seine Sache. Gute Männer, gute Frauen. Einen Moment lang schweift Rädrigs Blick in die Ferne. Dann schaut er dich plötzlich mit kräuselnden Lippen an. Er floh rechtzeitig aus der Burg, um sich in der Wildnis hinter dem Dorf zu verkriechen und die Rolle eines Gemeinen zu spielen, um sich die Gunst der Leute zu erschleichen. Ach, Rädrig, wenn deine Herrschaft und dein Führungsstil so toll wären.
dann könnte man sich die Gunst deiner ach so loyalen Männer und der Gemeinen in Golta gar nicht erschleichen. Denk mal drüber nach. Und während er den Eroberer spielt, hat das Tal zu leiden. Ja, also ist ohne Worte. Familienhändler, alle. Ich habe nicht genügend Männer, um die Straßen zu bewachen und uns gegen Kolsks Überfälle zu verteidigen. Ja, die Hälfte deiner Männer hängt ja auch in Goldtal am Galgenbaum. Darunter hat meine Aufmerksamkeit zu leiden. Meine Herrschaft, meine Familie. Rätrik atmet durch die Nase aus. Und wenn wir jederzeit von seinen verräterischen Ränken heimgesucht werden, kann ich auch nicht die notwendigen Anstrengungen unternehmen, um diesem Fluch ein Ende zu setzen. Ja, ich möchte gar nicht wissen, was das für Anstrengungen sein sollen. Ich bin nicht gekommen, um hier große Reden zu schwingen. Ich beabsichtige, dich aufzuhalten. Mich aufhalten? Von was? Goldtal zu retten? Oh je, der hat ja ein völlig schiefes Weltbild. Realitätsverlust 100%. Von dem, was ich zum Aufheben dieses Fluchs und zur Gesundung unserer Kinder tun muss? Welcher Sinn liegt denn darin? Rätrik lächelt höhnisch. Nein. Du bist gekommen, um einen schwächeren Mann auf den Thron zu setzen, und zwar nur deshalb, weil er danach schmachtet und seine Ansprüche gerecht nennt. Du bist nicht mehr als ein Bauer in Kolsks Spiel, und seine Absichten hat er nicht grundlos vor dir verborgen. Ich frage mich, ob du überhaupt verstehst, was du hier tust. Er studiert dich mit wilder Intensität. Oder was du erreichen könntest, wärst du besser informiert. Du hast auf deine Art deine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Hätte ich solch einen Verbündeten wie dich, könnten wir zusammen den Leiden Goldtals ein Ende bereiten. Wir könnten den Fluch ein für allemal besiegen und zu einem Leben zurückkehren, in dem solche strengen Maßnahmen nicht erforderlich sind. Tja, jetzt könnte ich hier noch viele, viele Fragen stellen. Zum Beispiel, was ist mit Goldtal geschehen? Das Vermächtnis, flüstert Rätrik. Kurz nach dem Tod des zersplitterten Gottes fiel Weitwens Vermächtnis über unsere Lande. Er schüttelt den Kopf. Und mit dem Vermächtnis kam die Verzweiflung. Wie hätte das auch anders sein sollen, wenn uns der Fluch unserer Kinder beraubte und unserer Hoffnung? Ich wusste, dass Berat solche Grausamkeiten nicht dulden würde. Es sei denn, wir hätten seine Gunst verloren. Ja, das bildest du dir alles ein. Ach je. Manche im Dorf klammern sich noch immer an einen falschen Glauben und huldigen dem falschen Gott. Sie verehren ihn im Geheimen, obwohl sie wissen, was das über sie bringt. Meine eigene Frau setzte ihre Ketzereien gegen meinen Willen fort, und als unser Kind geboren wurde, sahen wir, dass keine Sünde unerkannt bleibt. Er malt mit seinen Zähnen. Kein Mann kann sich Berats Urteil entziehen, keine Frau. Das ist ein religiöser Eiferer samt und sonders. Rätrik schaut den Dolch an, der auf dem Thron liegt. Ich werde das Notwendige tun, damit wir nicht mehr vom rechten Weg abkommen. Die letzten dieser Kultisten aus unserem Dorf auszumerzen, hat aber seine Zeit gedauert. Zeit, die Kolsk zum Sammeln seiner Truppen genutzt hat. Ich würde gerne mehr über die Rätriks erfahren. Rätriks? Jetzt gibt es nur noch mich. Mit dem Namen Rätrik aber war seit jeher Ruhm verbunden. Seit Generationen schon sind wir die Verwalter Goldtals gewesen. Seine Bevölkerung ersucht uns immer noch um Führung und Schutz, zuerst vor den Exzessen des Reiches und nun vor den Gefahren, die im Dürrwald lauern. Ich habe diese Pflicht geerbt. Gemäß meines Gelübdes, meines Titels, werde ich, solange ich Tain bin, keinerlei Bedrohung gegen unsere Lande gestatten. Mögen sie sterblicher oder spiritueller Natur sein. Ja, du hast auch so viel Ahnung von spiritueller Bedrohung. Ich bin bereit zuzuhören. Was steht dir im Sinn? Gut. Es geht hier um zu viel, um unüberlegt zu handeln. Rätrik lehnt sich vor. Sei dir gewiss, Trutzbucht wird davon hören, wie sehr du mir geholfen hast. Du hast es in den eigenen Händen, mit dieser Rebellion kurzen Prozess zu machen. Ich habe viel zu viele Ressourcen auf Kolsk verschwendet und den Preis dafür gezahlt. Wenn du ihn umbringst, könnte ich meine Aufmerksamkeit wieder auf diese Plage richten. Der Priester und meine Beseelerin werden schon ein Heilmittel finden. Meine Familie wird die letzte sein, die unter diesem Vermächtnis zu leiden hat. Ja, deine Beseelerin lebt nicht mehr, das wollte ich dir noch sagen. Entschuldigung, habe ich vergessen. Und Eder. Ich weiß auch nicht, aber ich finde es ganz nett, dass ihn jemand davon ablenkt, den Rest meines Dorfes auszulöschen. Selbst wenn sie heutzutage nicht gerade die besten Nachbarn sind. Und Rätrik wieder. Er hat zweifelsohne versucht, dich mit seinen Lügen auf seine Seite zu ziehen. Er wird dir gestatten, dich ihm zu nähern, damit er dich noch mehr bearbeiten kann. Und dann wirst du deine Chance bekommen. Und jetzt antwortet Bruder Arik mal wieder leidenschaftlich. Wenn du glaubst,
dass ich dir jemals helfen würde, dann bist du tatsächlich verrückt. Rätrig legt seine Stirn noch tiefer in Falten, nickt aber nur. So sei es. Rätrig erhebt sich von seinem Thron und um ihn herum nehmen seine Wachen Kampfhaltung an. Möge sich der Zwillingsgott deiner zersplitterten Seele erbarmen und sie in alle Winde verstreuen. Ach, Rätrig, du irregeleiteter, religiöser Fanatiker. Möge dein angebeteter Berat deine Einzelteile in deinem eigenen Thronsaal zusammenfegen. Auf geht's!